Im Arch, in der Ruhe liegt die Kraft. Zunächst mal wurde ich gebeten, eine Irritation ein bisschen zu beseitigen, die auftaucht im Zusammenhang mit der vorherigen Abstimmung. Meine Fraktion hat sich am Hammelsprung nicht beteiligt. So kommen die Zahlen zustande. Ja, Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, es war jetzt eine ganze Menge Pathos hier im Raum. Ich verstehe das zum Teil, kann es aber nicht ganz nachvollziehen und werde mich darum nicht ganz anschließen, nicht am Pathos. Weil es ist ja tatsächlich so, wenn von Astronomie die Rede ist, so im allgemeinen Alltagsbewusstsein, fallen ja sofort dann Namen wie Nostradamus oder Maya-Kalender oder so, solche Dinge. Darum geht es nicht. Und ich finde es eine hochachtenswerte Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wilhelm-Förster-Sternwarte, der Arche-Nord-Sternwarte und des Zeiss Großplanetariums, die mit einer nicht versiegenden Tapferkeit gegen diesen grassierenden Vormarsch von Un- und Halbbildung auch in unserer Stadt versuchen, Front zu machen. Das ist eine tolle Arbeit, die da geleistet wird. Und ich finde es auch, na gut, also Vormarsch von Unbild. Wir haben das letzte Mal heftig diskutiert in diesem Hause über die Arche-Nord-Sternwarte, Zeiss Großplanetarium im Umfeld des letzten Millenniums. Erinnern Sie sich bitte. Das war auch so eine Zeit, als Nostradamus fröhliche Urstände feierte, auch in Berlin. Und wir waren gezwungen, nicht ganz freiwillig, sozusagen die Arche-Nord-Sternwarte und das Zeiss Großplanetarium aus der fachlichen Zuständigkeit der Senatsbildungsverwaltung herauszulösen. Das war Ihr Vorgänger, Frau Scheres, und dann der Senatskulturverwaltung zuzuordnen. Jetzt machen wir die Rolle rückwärts, was anderes tun wir gar nicht, und versuchen gewissermaßen, das mit einer anderen Struktur etwas wasserdichter zu machen. Ich finde das richtig. Meine Fraktion unterstützt dieses Vorhaben, dass wir sozusagen den Beschluss vom Juli 2002 rückgängig machen. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, aber ein paar Fragen muss man noch stellen können. Und ich werde die jetzt stellen. Erste Frage. Wer trägt dann die erforderlichen Mehrkosten für den Betriebshaushalt? Da steht einiges an. Ich habe davon noch nichts gehört und nichts gelesen. Zweite Frage, die zu klären ist in den nächsten Wochen. Wer steht ein für die erforderlichen Sanierungs- und Investitionsmittel in den anderen Häusern? Sprich Arche-Nord-Sternwarte und zuvörderst die Wilhelm-Förster-Sternwarte. Da stehen so 4 Millionen Euro ins Haus. Die Frage muss beantwortet werden. Das nächste Problem, was dann steht, ist tatsächlich noch eine verstärktere Diskussion des Profiles dieser Einrichtungen. Das ist ja angedeutet worden. Ich lese in der Aufgabenbeschreibung der neuen Stiftung, hier sollen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gebündelt dargestellt und erfahrbar gemacht werden. Okay. Und dann wird zugeteilt. Wilhelm-Förster wird Bildungszentrum, Zeiss Planetarium wird Sternentheater mit einem Schwerpunkt auf Entertainment und Unterhaltung. Da stellen sich bei mir natürlich Fragen, Frau Senatorin, Sie werden dann zuständig sein dafür, wenn wir das Gesetz beschließen. Warum soll das technisch am fittesten gemachte Haus auf Entertainment und Unterhaltung so stark fokussiert werden? Da geht doch was nicht auf. Da geht was nicht auf. Ich finde, das wäre allein so eine Fehlentscheidung bei den grandiosen technischen Möglichkeiten. Wir lösen zwei Einrichtungen heraus aus der Zuständigkeit des Deutschen Technikmuseums. Aber bitte schön, ich weiß, die Grünen wird es jetzt krampfen. Astronomie, Raumforschung ist heutzutage nicht mehr denkbar ohne Raumfahrt. So, und die Kompetenzen für Raumfahrttechnologien, die liegen bei der Stiftung Deutsches Technikmuseum. Also das sind Kooperationsmodelle zu entwickeln, ansonsten verschenkt Berlin, denke ich, eine ganze Menge. Und dann lese ich in Paragraphen 2 des Stiftungszweckes, dass die Schulbildung gefördert werden soll auf dem Gebiet der Astronomie. Ja, das ist toll. Das wäre für mich das Top-Ergebnis, wenn es der neuen Stiftung gelingt, die Senatsschulverwaltung davon zu überzeugen, dass es nicht hinnehmbar ist, dass Astronomieunterricht als Fach in Berlin keine Rolle spielt. Keine Rolle. In den Rahmenlehrplänen steht nichts. Das ist ein kleines Segment, Frau Senatorin, ein kleines Segment in der Grundschule.
Ja, das ist da. Aber schauen Sie es bitte mal an, etwas genauer, was Sie da geschrieben haben. Das war aber so ein bisschen nach geozentrischem Weltbild und das ist spätestens seit Galilei überwunden. Hier müssen wir wirklich einen kleinen Schritt weiterkommen. Sie haben da eine tolle Aufgabe vor sich, Frau Senatorin. Wir unterstützen Sie da gerne. Wirklich, ich wünsche Ihnen da Erfolg, auch im Interesse der Stadt Berlin. Schönen herzlichen Dank. Dankeschön.